Hallo, liebe Schüler, willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal möchte ich mit euch einen Stempel herstellen, mit dem ihr dann später auch euren Namenszug oder etwas anderes drucken könnt. So, wir haben hier wieder Laura, wir haben den Himmel und wir haben die Erde und wir haben hier die Horizontlinie und ich möchte mir ein Quadrat aufzeichnen von irgendeiner Größe. Es ist ganz egal, wie groß. Und ich habe hier meine Funktionspalette. Wie du weißt, kippst du jetzt diese Ebene hier mit gedrückter mittlerer Maustaste so, dass du wenig vom Himmel siehst und viel von der Erde, damit wir auf die Erde zeichnen können. Jetzt nimmst du das Rechteckwerkzeug und ziehst dir einfach ein Quadrat hier auf, auch wenn es größer ist als Laura. Und du ziehst so lange, bis da so eine Linie entsteht und da unten drunter steht Quadrat. Und jetzt ziehen wir uns das auf. Wir wollen jetzt hier mit dem Push-Pull-Werkzeug arbeiten. Und anstatt das jetzt anzuklicken mit der Maus, drückst du einfach mal auf deiner Tastatur die Taste P. Und schon hast du nämlich dieses Werkzeug in der Hand. Und wir ziehen uns hier so einen Block auf. Gut, das ist schon ausreichend. Und als nächsten Schritt wirst du jetzt hier ein Profil aufzeichnen. Wir wollen uns hier von hier nach hier ein Profil aufzeichnen, möglichst einfach und nicht zu kompliziert, bitte. Hier einen Zweipunktbogen auswählen, das Zeichenwerkzeug. Wir stellen uns hier auf die obere Kante und nicht so ganz in die Mitte. Hier wäre die Mitte. Nein, ungefähr hier auf ein Viertel. Wenn du wissen willst, wie du das genau herausbekommen kannst, klickst du einfach mal diese Linie an, dann gehst du auf Unterteilen und dann siehst du hier unten, wenn du die Maus einfach bewegst, mehrere Punkte, die erscheinen. Und wenn du unten bei den Segmenten hier siehst, 4 oder du gibst auch einfach nur 4 ein, dann ist das jetzt hier unterteilt und wenn du mit dem Zweipunktbogen hier entlang fährst, dann rastet dir dein Bleistift hier an den verschiedensten Punkten ein. Und hier wäre dann ungefähr ein Drittel, hier wäre auch ein Drittel und so weiter. Also noch einmal rückgängig, du klickst auf eine Linie, du willst sie in mehrere gleiche Teile unterteilen. Du siehst unten Segmente 2, nämlich 1 und 2. Und wenn du jetzt die Maus bewegst, nur schieben, dann wird die Linie in mehrere gleiche Teile unterteilt. Das ist manchmal sehr praktisch. Und wenn du zum Beispiel mehrere nimmst, ich nehme jetzt mal 8, dann weiß ich, dass hier irgendwo ein Punkt liegt, den ich brauchen kann. Und dann fahre ich dahin und diesen Punkt wähle ich aus. Und jetzt nehme ich das Zweipunktbogenwerkzeug und jetzt zeichne ich mir da einen Bogen. So. Und dann hier noch einen Bogen. Den ziehe ich herunter, den zweiten Punkt setzen. Und du siehst, ich bekomme so eine schöne gekrümmte Linie. Und jetzt kommt noch eine letzte Krümmung. So. So. Und jetzt werde ich dieses Profil erstellen, indem ich diese Fläche jetzt hier herumschiebe. Du weißt ja, du könntest jetzt dieses Werkzeug hier nehmen und diese Fläche so schieben. Aber wie kannst du sie da hinten rumschieben? Ganz einfach, das zeige ich dir. Du nimmst den Auswahlpfeil, du klickst auf die oberen 4 Linien und drückst dabei jetzt die Shift-Taste und du siehst ein Plus-Minus-Zeichen. Wählst diese oberen 4 Linien aus. Na, jetzt hat er das nicht ausgewählt. Warum, weiß ich nicht. Ach so, vielleicht weil es unterteilt ist. Genau. Hier müssen wir öfters klicken, so dass alle Linien oben blau leuchten. Dann gehst du auf das Follow-Me oder Folge-Mir-Werkzeug. Werkzeug und stellst dich drauf, klickst drauf und hier und dann schiebt das automatisch diese ganze Form herum. Jetzt klicken wir diese Fläche hier noch an und entfernen die.
hier auch einfach diese Fläche löschen. Und damit haben wir eine schöne Stempelform, zum Beispiel so. Du kannst es auch mit dem Bleistiftwerkzeug machen und eckige Linien zeichnen. Gut. Und jetzt wollen wir aber, dass diese Flächen nicht blau leuchten. Und wie man das macht, zeige ich dir jetzt, indem du einfach mit dem Auswahlpfeil diese Fläche anklickst, dann die Shift-Taste drückst und die nächste anklickst, dann wieder die Shift-Taste gedrückt hältst und die nächste anklickst und wieder die nächste anklickst, falls das bei dir der Fall sein sollte. Wenn es nicht blau leuchtet, dann ist es gut. Jetzt gehst du auf die rechte Maustaste und gehst auf Flächen umkehren, weil SketchUp eben immer noch manchmal unterscheidet zwischen der Vorder- und einer Rückseite eines Blattes Papier. Noch ist das ja hier alles aus Papier. Und jetzt hätten wir diesen Block fertig und jetzt müssen wir da noch einen Griff dran entwickeln. Und das zeige ich dir im zweiten Video.